Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakobat und ja, es geht direkt schon weiter. Ich habe es ja in dem letzten Video bzw. in der letzten Folge kurz gesagt, dass ich auch noch Ansturm spielen werde mit dem Account. Dafür habe ich mir extra den 60 TP in die Garage gestellt und es lief wirklich sehr, sehr gut. Wir sind mit 80% Siegrate durch die Quali gegangen und ich habe dann auch noch die Tagesmissionen fertig gemacht bzw. die Wochenaufträge für Ansturm und bin dann jetzt auch schon Silber geworden mit diesem Account. Also alles in allem sehr, sehr gut. Man muss ja auch dreimal Silber werden, um den T57 Heavy zu bekommen. Vielleicht hier mal ein ganz kurzer Exkurs. Wir schauen uns das einmal an. Ich will es euch einmal eben zeigen. Also ich habe, wie gesagt, ausschließlich den 60 TP gespielt und bin dann bei 900 Punkten rausgekommen. Das war Bronze A. Habe dann noch ein paar Runden gespielt für die Wochenaufträge. Bin jetzt bei 1031. Grundsätzlich, um das zu halten, oder wenn ich das hier halten werde, und ich denke, das ist durchaus realistisch, und dann in den beiden nächsten Seasons auch noch, dann gibt es die Jahresbelohnung. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wo ist die Jahresbelohnung? Hier. So sieht der aus. Das ist der T57 Heavy mit einem Skin, der sich Stinger nennt, aber für mich natürlich ganz gut, weil ich die Reihe noch gar nicht gegrindet habe und kann mir dann eigentlich auch den Grind sparen, wenn ich mir diesen Panzer hier noch zusätzlich hole. Und für Ansturm ist der T57 Heavy natürlich auch mega gut zu gebrauchen. Ansonsten, worauf es mir natürlich auch ankommt, ist hier die Wochenaufträge mitzunehmen. Einfach um hier dann am Ende diese Bond-Härtung auch noch mein eigenes zu nennen. Und außerdem gibt es ja hier dann auch einiges noch an Anleihen. Und ihr seht, jedes Mal, wenn man die Teil 1 abschließt, kriegt man auch gleich noch ein Tag Premium-Spielzeit. Ich habe jetzt insgesamt mir 4 Tage Premium-Spielzeit erspielt. Ich kann es nur jedem, der einen 10er hat, empfehlen, zumindest zu versuchen, die Wochenaufträge zu machen. Wie es dann am Ende läuft, wo ihr rangmäßig rauskommt, das ist ja dann erstmal gehüpft wie gesprungen, aber ihr könnt da natürlich eine ganze Menge an Anleihen und dann auch noch Bond-Equipment mitnehmen und das solltet ihr im besten Falle, wenn ihr schon einen 10er habt, auch einfach mal versuchen. Ansonsten kommen wir jetzt zurück zum AMX 12 Tonnen und werden jetzt hier auch direkt reinstarten in die Runde, um hier die Premium-Spielzeit auch bestmöglich mitzunehmen. Ich hatte ja gesagt, so 2 bis 3 Folgen sehe ich noch, gerade mit der Premium-Spielzeit, die ich jetzt hier versuchen werde, auch die nächsten Tage noch massiv auszunutzen. Haben wir, glaube ich, gute Voraussetzungen hier. Wenn wir denn ein paar Runden gewinnen, jetzt wäre es natürlich wieder schön, auch die 100% Siegrate wie in den letzten beiden Folgen mitzunehmen. Einfach um so viel auch noch die Bonuserfahrung zu nutzen wie möglich. Wir sind auf einer Karte, die ich ehrlicherweise überhaupt nicht feiere. White Park, oder auf Deutsch heißt sie, glaube ich, sogar München. Mit einem Light ist es hier relativ schwierig zu agieren. Wir spielen gegen einen gegnerischen 12 Tonnen. Einstufiges Matchmaking. Ich versuche hier halt immer erstmal in die Mitte zu fahren, gucken, dass wir im besten Falle nicht gejodelt werden und dann können wir schauen, dass wir im besten Fall in alle Richtungen, einmal jetzt hier ganz kurz rüber schauen, was spotten, Su 100Y ist gespottet, ich selber bin noch gar nicht gespottet worden, das überrascht mich jetzt tatsächlich kurz. So, wir lassen das Ganze jetzt hier erstmal ein bisschen sich entwickeln. Vielleicht auch 1, 2 Heavys da nach vorne fahren, dann können wir denen in die Seite schießen. Also, es geht hier von den Gegnern keiner die Mitte an, unser T-78. Wilder Wahnsinniger, gegnerische Arti ist schon offen. Jetzt bin ich auch gespottet. Also ich werde es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Finde es krass, den Move jetzt hier vom T-78. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob er damit durchkommen wird. Lass mal versuchen hier. Ah, ich will nicht zu gierig werden. 2 Schüsse muss reichen erstmal. Da hat mich nämlich schon ein KV-2 angegeiert. T-78 lebt immer noch, aber wir haben schon 2 Leute verloren. AP-technisch liegen wir auch schon 1000 AP hinten. Die Su-100Y da hinten immer noch. Wie gesagt, da ist auch eins meiner Probleme, der KV-2. Ja, und jetzt geht es hier nämlich gerade Schlag auf Schlag zur Sache. Wir haben jetzt da hinten alle Panzer verloren.
Da sind unsere drei Ausfälle zu beklagen. Die sind natürlich jetzt auch so blöd da geplatzt. Weiß nicht, kann man da noch durchschießen? Wir haben jetzt auch nur noch einen T-34-85 hinter mir stehen. Und das Gegnerteam hat jetzt halt die Chance, da hinten durchzugehen. 0-4, das sieht nicht aus wie der Tagessieg. Sehr, sehr optimistisch. Was unser Team jetzt hier macht. So, da ist der 12-Tonnen durch. Hat mich aber nicht gespottet. Muss jetzt hier nochmal kurz schauen, ob ich hier... Ich gehe direkt wieder in Reload. Versuche mich hier nochmal hinterzustellen. T-34-85 wird jetzt da angegangen. Von dem 12-Tonnen. Und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich einen 12-Tonnen hinter mir stehen habe. Ich muss jetzt eigentlich versuchen, hier wegzukommen. Schulterschluss mit den Verbündeten herzustellen. Mich jetzt nicht mehr von dem 12-Tonnen treffen lassen, im besten Falle. Hoffen, dass hier gleich mal irgendwie ein bisschen Backup einschlägt. Ja, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Und das ist noch vorsichtig formuliert. Ich versuche jetzt hier hinten in die Ecke reinzukommen. Hier der Su noch zu helfen. Achilles vorne. Das ist auch sehr aggressiv von ihm. Können wir rausnehmen. Direkt Reload. Also es ist noch nicht verloren, aber es ist auch extrem schwierig. Den müssen wir jetzt da als nächstes bekämpfen. Also die Leute, die sich hier freiwillig so anbieten. Jawohl, der ist sogar getrackt. Repariert nochmal. Ah, ärgerlich. Das wäre natürlich schön gewesen. Wenn wir da jetzt einen Retrack hinbekommen hätten, steht da halt wieder... Oh. Vielleicht jetzt sogar auf APCR wechseln sollen. Ja, ich gehe jetzt aufs APCR-Magazin. So, da haben wir jetzt nochmal den UDES gespottet. Den UDSSR, aber... Ihr seht, wir verlieren einfach zu viele Leute. Clip. Ah, ich schaff's nicht, noch einen Clip durchzubekommen. Oder? Da kommt schon der KV-2 und da kommt der UI. Ah, vielleicht. Naja, wir haben immerhin noch einen Kill mitgenommen. Wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch ein bisschen hier, wir haben noch ein bisschen Widerstand geleistet, muss man vorsichtig zu formulieren. Aber da haben sich einfach zu viele Leute zu optimistisch reingeworfen. Gerade hinten diese Ecke K0, J0, da stehen halt immer ganz gerne die ganzen TDs oben. Und da zu pushen ist relativ schwierig. Egal, wir, denke ich, haben hier unseren Schnitt gemacht, haben 2 Kills mitgenommen, erfahrungsmäßig... Geht das so? Ich hätte natürlich jetzt lieber ein bisschen mehr gehabt in Form von einem Tagessieg. Aber so ist es halt manchmal. Da muss man halt dann schauen, dass man so lange wie möglich Widerstand leistet und dann halt guckt, dass man das möglichst meiste rausholt. So, jetzt sind wir hier. Wieder einstufiges Gefecht. Offene Karte. Definitiv mehr zu holen, würde ich sagen. Hier müssen wir jetzt gucken, dass wir smart agieren. VK 28 01 105. AMD haben wir noch als Lights. Die Gegner haben einen AMD, einen 12-Tonnen und einen Super Chefy. Ich würde jetzt mal gucken. Also man kann natürlich hier mega aggressiv den den Cross spotten. Aber dafür müssten dann natürlich auch IKV, Hellcat und so anzeigen, dass sie so fahren, um von hier rüber zu schießen. Und das sehe ich jetzt aktuell nicht. Ihr seht, also wir haben jetzt niemanden, der den Cross beschießen könnte. Hellcat und IKV sind hinten stehen geblieben.
Und die Leute, die darüber fahren, die können da auch nicht hinschießen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal Piano machen. Mich in der Mitte positionieren, gucken, ob hier Leute oben überpieken, vielleicht zu aggressiv spielen. Excalibur könnte man angehen, das ist natürlich auch wieder mega aggressiv. Vorne sind sogar noch mehr Bäume umgefallen. Oh, Excalibur hat sich auch direkt schon ein schönes Brett geholt. Ist auch, geht auch direkt raus, jawohl. So, T150, das, der ist natürlich auch blind wie Sau. Naja, zwei von vier ist erstmal in Ordnung, denke ich. Excalibur ist raus, wir haben jetzt aber auch schon Skoda T40 und einen Burzer verloren. Von drüben wird schon massiv, und guckt euch das an, ne? da passiert jetzt auch nicht viel. AMD kann schon auf mich schießen hier, Wahnsinn. So, da, der AMD, der muss jetzt platzen. Da können wir natürlich auch nochmal reinhalten. Einfach direkt nachladen. Hoffen, dass unser Team da oben jetzt gewinnt. Und dann, ja, muss jetzt der AMD da einfach mal sterben. Jawohl. Und dann sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt dürfen die den nicht wegfahren lassen. Der AMD lebt immer noch. Schon wieder wild, ey. Ja, ich gehe nochmal in Reload. Ah, hier, guck mal, Easy 8 auch direkt dahinterher. T150, wenn der jetzt gleich mal platzt. Oben. Oh, und das geht natürlich. Ah, hier ist schon wieder. Hier ist schon wieder Sodom und Gomorra gejodelt. So, direkt nächsten Clip laden. Das ist ja wie in der Schießbude hier. Ah, jetzt ist man halt schon fast, jetzt ist man schon fast ein bisschen traurig, dass man quasi noch nicht nachgeladen hat. So, zack. Weiterfeuern. Ihr seht jetzt aber auch, wie geil so ein Autoloader ist, ne? Also wie wichtig das auch ist, sich jetzt nicht nur als Light zu verstehen, sondern ihr seid im Prinzip eine Badgehead auf Tier 6. Also das muss man auch ganz klar so sehen und so sollte man sich auch verhalten. So, jetzt habe ich keine AP mehr. Habe jetzt noch was aufgeklärt. Und wir werden jetzt gleich weiterfeuern. So lustig das klingt, aber die Gegner wollen es, die Gegner sollen es kriegen. Da fehlt ja auch noch ein Giro und ein Burza. Da können wir jetzt mal gucken, die stehen sonst ganz gerne hier. So, erstmal den Superchef hier machen. So. Skoda T25 hat geschossen. Also, dass ich hier nicht spotte, heißt, dass hier eigentlich keine TDs mehr stehen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir vielleicht von hinten an den Easy 8 rankommen. Dann stehen die TDs wahrscheinlich da oben. Da ist der Giro. So. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir oben vielleicht helfen. Burza finden. Also, obwohl die Gegner sich so gejodelt haben,
So. Versuchen die Schüsse so sicher wie möglich zu machen. Jetzt sind T-150 gespottet. Ganz wilde Runde. Ganz, ganz wilde Runde, sag ich euch. So, da kommt der Giro. Ich könnte versuchen, jetzt ganz hinten hochzufahren. Ich denke, das ist das Optimale. Giro, solange er sich bewegt, sollte er blind sein. IKV hat ihn auch gespottet. Wie gesagt, wir wissen, dass hier noch ein Burzer am Start ist irgendwo. Jawohl, IKV. Zuverlässig, souverän. So. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den T-150 machen am besten. Und nicht vom Burzer kassieren. Ich denke, dass der Burzer da oben drin steht. Immer noch ein voller PKV2. IKV rückt auch auf. Da ist der Burzer. Jawohl. So. Hallo. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Den T-150 rausgenommen. Den Burzer kassiert. Und jetzt können wir noch gucken, dass wir vielleicht noch die Arti mitnehmen. Und dann war das doch ein ordentlicher Tagessieg. Ah, den Kill hätte ich gerne. Jetzt nicht. Nicht in den Easy 8 reinfahren. Jawohl. Verdient. 2400 Schaden, 624 Unterstützungsschaden. Am Anfang wie eine Badchat gespielt und hinten raus dann den Light gemacht. Ich denke, das ist ja auch das, was ich in der Folge davor gesagt habe. Genau das ist das Ziel, was ihr haben solltet. Nicht zu sehr committen. Wir haben jetzt hier auch 2600... jawohl, ist doch ein schöner Tagessieg. 2600 Schaden, 2 Kills, 624 Unterstützungsschaden. Also, ich kann nicht oft genug darauf rumreiten. Der AMX 12 Tonnen ist halt in solchen Szenarien eigentlich mitunter der stärkste mittlere Panzer, den ihr euch denken könnt. Hier dem Gegnerteam auch 12 Tonnen, 1800 Schaden. Wir haben jetzt sogar 2600 Schaden gemacht. Und jetzt drücken wir hier drauf. Und dann geht das aber ganz rapido nach vorne. Jawohl. Dann sind wir jetzt hier nämlich schon bei 21.000 XP. Und ihr seht halt, wie schnell das mit dem Premium-Account dann doch nach vorne geht. Wir haben jetzt einfach innerhalb von zwei Gefechten unsere Erfahrung verdoppelt, die wir schon drauf gespielt hatten. Also es macht auch von der Warte her, wenn ihr Free-to-Play-Player seid, immer Sinn, auch Ansturm mitzunehmen, nur um die Premium-Tage zu grinden. Also, wenn ihr sonst keine Motivation dazu habt, aber ihr habt vielleicht auch regelmäßig keine Premium-Spielzeit, dann spielt wenigstens für die Wochenaufträge, um die Premium-Spielzeit mitzunehmen. Es spart jetzt nicht unbedingt Credits, aber ihr spart so viel Zeit. Also, das ist schon wahnsinnig krass, wie viel Zeit man mittlerweile mit diesen fünffach etc. alles sparen kann. So. Jetzt im 7er Gefecht mit zwei Optionen. Einmal auf den Hügel fahren oder hier vorne kann man, das will ich euch kurz zeigen. Ich habe das nämlich gestern gesehen. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Ansonsten seht ihr das jetzt. Man kann hier nicht mehr rüberschießen. Man kann hier nicht mehr den Cross beschießen. Guckt euch's an. Der Felsen wurde einfach verlängert und vergrößert. Ja, also ganz wichtig, auch von der anderen Seite sehr fair, dass man jetzt damit hier auch crossen kann und überleben kann. Wir können aber trotzdem noch ein bisschen was spotten. Ne? Hier, da kann man immer noch reinschießen. So Noni ist ja eigentlich immer ein ganz geiles Ziel, oder? Naja, KV3 ein mitgegeben, Noni ein mitgegeben. Arti schießt leider daneben. A
Aber ich wollte es euch, wie gesagt, einmal kurz gezeigt haben, dass das jetzt nicht mehr möglich ist, den Cross hier zu beschießen. Wir haben das sogar richtig weit rumgezogen. So. Ganzen Clip gemacht hier. Sehr schön. Sehr geil. Die Gegner wollen jetzt hier durch. Gut für mich. So, Kavalier da oben. Ich kann nicht hinschießen. Ich muss jetzt hier irgendwie kreativ werden mit meiner Gun Elevation. Seht ihr das? Wir nochmal gucken. Da unten noch Gegner stehen. So, wir haben schon wieder was gespottet. Weiß nicht. Bishop? Kann man auf die Bishop schießen? Nee. Oh. Okay. Das war dreist genug. Direkt wieder in den Reload gehen. Und gucken, wo man jetzt wieder ärgern kann. Da Wolverine unten. Vielleicht erstmal immer gucken. Erstmal den Hügel. So. Naja, wieder zwei. Ist okay. Auch Kleinvieh macht Mist. Wir sind jetzt schon bei 1200 Schaden. Die 7er Heavies müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Die pushen da jetzt nämlich weiter. Oben jetzt 1375 am Start. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Den haben wir ja eben schon belästigt. Okay, lasse ich jetzt erstmal. Warte, bis er gepusht wird. Vielleicht kann ich ihn aber auch einfach selber pushen. Uni und Co. ziehen weiter durch. Ja, wobei, solange wir hier noch for free Schaden machen können, auf anderweitige Ziele... Jemanden zu pushen ist halt immer mit Risiko verbunden. Aber ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen. Weil der Uni jetzt hier nämlich auch gerade hochfährt. Den würden wir als nächstes verarzten. Ich denke, dass der VK hier immer noch drin steht. So, hi. So. Also. Jetzt kommt da ein 1375. Ja, okay, er kam. Den Kill, glaube ich, nehme ich jetzt einfach mit. Und jetzt schauen wir, ich gehe nochmal in Reload und gucke, dass ich vielleicht noch vom KV3 oder vom Uni einen ganzen Clip mitnehmen kann. Wir sind schon wieder bei knapp 2000 Schaden. Durch, würde ich sagen, ist die Runde in jedem Fall. Muss jetzt hier nur ein bisschen sneaky sein. So, oh, guck euch das an, wie er da schön seitlich fährt. Ist mir noch. So, Track. Retrack. Track. Oh, na, drei von vier. Und wenn jetzt nochmal jemand anders Schaden dran machen würde, würden wir hier sogar noch ein bisschen Unterstützungsschaden mitnehmen. Naja, und ansonsten... Ja. Kein Unterstützungsschaden, da war die Kette schon wieder drauf. Aber nächster Sieg, auch wieder über 2000 Schaden. Also, ich feiere diese Kanone, diese Knarre einfach. Der 12 Tonnen in meinen Augen völlig underrated, was die Fähigkeit angeht, einfach der stärkste mittlere Panzer auf Tier 6 zu sein. Schon wieder Großkaliber. Ja, ich würde sagen, wir drücken hier nochmal drauf. Und dann sind wir auch schon bei 8500 XP, die es nochmal on top gibt. Guckt euch das an. 29.000 haben wir jetzt schon. Also, sieht nicht schlecht aus. Ich meine, wir brauchen 54.000, aber wir haben jetzt alleine heute schon 19.000 Erfahrungen drauf gefahren. Ich würde sagen, wir machen hier direkt noch eine Runde. Wir sind wieder in einem 6er-Only-Battle. Wieder 4 Lights, 2x 12 Tonnen, 2x Super Chefy.
T-50-2, super viele mittlere Panzer. Also ihr braucht hier gar nicht den großen Light spielen. Ihr seht das, es ist viel effektiver, nebenbei zu spotten, aber die ganze Zeit auch darauf zu achten, dass man die Kanone mit im Spiel hält, dass man mit der Kanone ordentlich Schaden rausholt, weil der 12-Tonnen halt genau für solche Szenarien gemacht ist. Und weil ihr natürlich euch niemals darauf verlassen könnt, dass die eigenen Mitspieler den Schaden machen. Deswegen denke ich, ist das hier super beidseitig oder zweigleisig zu fahren. Und dann habt ihr natürlich auch noch den Luxus, dass ihr hier auf Stufe 6 trainieren könnt für Budget Gameplay. So. Ich werde trotzdem natürlich immer versuchen, wenn es die Möglichkeit gibt, schnell First Spots zu liefern, vielleicht schon den ersten Clip rauszuhauen, Informationen zu holen, Schaden zu machen und dann weiter das Spiel aufzubauen. Also das ist so immer meine Herangehensweise. Gucken, ob hier irgendwas quer fährt. Da hinten fährt auf jeden Fall was. Ich sehe es nur nicht. Fährt weit genug hinten. Denke ich, wird ein TD gewesen sein. Manchmal hat man ja den Luxus, dass hier irgendwie schwere Panzer oder so crossen oder leichtfertige mittlere Panzer. Das haben wir jetzt hier gerade nicht. Das, was die da machen, das würde ich halt immer von absehen. Also der andere 12 Tonnen sich da in den Busch stellen. Nochmal gucken, ob wir von hier was sehen können. Also wir müssen jetzt das Gefecht sich so ein bisschen entwickeln lassen. Ihr seht relativ viel hier drüben. Wir haben aber da hinten halt auch umstürzende Bäume gesehen. Das heißt, wir können sicher sein, dass da vielleicht die Su-100Y steht, weil die anderen beiden TDs sind schon gespottet. Wir haben von den gegnerischen Lights auch schon 3 von 4 gesehen. Also im Prinzip ist eigentlich klar, wo der Hase langläuft. Und deswegen würde ich sagen, probieren wir jetzt hier mal was Aggressives. Das kann jetzt auch sein, dass das Vollgas in die Hose geht, ich weiß. Aber ich hab ein bisschen Bock drauf. Ich werde jetzt auch APC erladen, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Und da war der erste Clip. Jetzt direkt wieder raus verlegen. Ich habe halt ein bisschen Angst vor der Su-100Y. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wir haben den Gegner jetzt gezeigt. Hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. Der 12-Tonnen ist jetzt auch immerhin schon mal nach vorne gefahren. Wir müssen halt auch ein bisschen was machen. Da ist die Su-100Y. Ich habe es tatsächlich schon geahnt. Die müssen wir jetzt schnell... Oh, super. Jetzt kann da gar nicht mehr so viel stehen. Die Arti wird auch gleich rausgehen. Oh. Das ist jetzt unangenehm. So, und jetzt brauche ich tatsächlich Backup. Ja. Er ist halt gierig. Aber ich habe ihn jetzt genau auf die richtige Seite gezogen. Mir wurde geholfen. Da muss man dann auch mal Danke sagen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Er war das. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung guckt jetzt hier der AT-8? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht in meine Richtung guckt. Jawohl. Ja, jetzt konnten wir hier auch mal uns revanchieren und einem Teammate helfen. Also das ist ja schon fast illegales Teamplay hier. Jetzt würde ich sagen, müssen wir gucken, dass wir hier nochmal an den Heavys was abschmatzen dürfen. Ich kann jetzt nochmal schnell wieder umladen auf AP, damit es nicht zu teuer wird. Schwerer Panzer Nummer 6 hat uns nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt hier überhaupt in die Richtung guckt.
Ich riskiere es. Oh. Er dreht zu schnell den Turm. Hier direkt wieder ein Reload. Ich sehe es so, dass ich hier noch was... Ah, okay. Das war vielleicht doof. Ich hätte jetzt einfach die beiden Schüsse, die ich noch hatte, machen können. Das war jetzt dumm. Die habe ich jetzt gerade... jetzt habe ich hier gerade zwei Schuss liegen lassen. Die Entscheidung, hier in den Reload zu gehen, war blöd. Aber alles in allem, wieder die Runde gewonnen. Kannst du einfach nicht meckern. Jetzt diesmal keine 100% Siegrate, aber 75%. Wir haben wieder 4 Runden gemacht. 3 davon gewonnen. Ich kann jetzt direkt schon wieder hier das Ganze zünden. Also machen wir gute 5000 Schaden draus. 5000 Schaden, 5000 XP. Ja, alles in allem. Wieder Top Damage hier mit der Kanone. Wieder gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ihr seht hier auch, ne, der andere 12 Tonnen auch eine super Runde gemacht. Vielleicht am Anfang ein bisschen verhalten gestartet, aber hat dann ruckzuck erkannt, ja, da fehlt nicht mehr viel. Ist dann nach vorne gefahren. So konnten wir uns dann auch gut gegenseitig unterstützen. Ja, ich hatte es ja am Anfang angesprochen, ne? Die Siegrate wird stabil über 60% laufen, auch wenn die ersten beiden Folgen nicht so geil waren. Wir sind jetzt bei 34.000 XP. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wir in der nächsten Folge schon durch sein werden, weil ich natürlich innerhalb dieser 4 Tage dann auch noch die zweite Folge aufnehmen werde, ist ja ganz klar. Und dann können wir schon uns direkt um den 1375 kümmern. Dann denken, wenn ihr die nächste Folge sehen wollt, 1500 Likes müssen stehen. Ich hoffe, ihr zieht hier einen guten Mehrwert raus. Ich werde mich auch versuchen, so viel wie möglich im September hier nach vorne zu bewegen. Einfach um auch oben an der Spitze so gut es geht mitzunehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich lese die alle. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.